back from the dead. Willkommen zu einer neuen Episode des Rocket League Item Shops und wir schauen mal direkt rein, denn wir haben heute was Besonderes und wir fangen erstmal an mit dem Dominus in Orange, der heute drin ist. Der GT darf man nicht vergessen, nicht die normale Version, 700 Credits und jetzt kommen wir zu was Besonderem und zwar die Holographic Dracos. Holy shit, Holographic Dracos, dass ich das noch miterleben darf. Die sind schon nice, oder? Schreibt mal gerne rein, normale Dracos oder Holographic Dracos? Was sagt ihr, sind die besseren? Ich meine, standardtechnisch gesehen sehen die Holographics wahrscheinlich besser aus, aber von den Painted her müsste man erstmal mal die anderen Farben sehen. Nice auf jeden Fall, 1100 Credits, sieht schon geil aus. Dann bei den Dailies haben wir für den GT was dabei, und zwar Distortion für 100, wer sich den GT gönnen möchte. Dann haben wir Discotheque drin, auch in Orange, also viel Orange-Stuff heute auf jeden Fall drin. Dann haben wir ein Dominus-Decal drin, ebenfalls in Orange. Wie gesagt, passt alles zum GT dann dazu. Die A6 haben wir drin, in Saffron hier, in der Infinite Edition. Und dann haben wir noch was für den GT, allerdings nicht gepainted, 50 Credits auch nur. Und Trinity Boost ist auch am Start in Grau. Der Sound triggert mich ein bisschen nervig. Schauen wir mal im E-Sport-Bereich rein, was haben wir da so Schönes. Da haben wir Dominus Decals am Start, 3 Stück sogar. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und dann haben wir die Patriarchs drin, AMR und nochmal Patriarchs. Also heute ist extrem viel los. Alles doppelt auf jeden Fall vorhanden. Also ich muss sagen, Highlights auf jeden Fall, die Dracos in Holographic. Schreibt gerne mal rein, wie gesagt, normale Dracos oder Holographic, was ihr generell von den Holographics haltet. Finde ich krass, dass die drin sind, dass die sind neu dabei. Die habe ich nämlich auch nicht gesehen bisher. Ja, vielleicht, wenn die mal in Titanium White kommen oder so, oder in Schwarz vielleicht, dann lohnt sich die dann schon mal ein bisschen eher zu kaufen. Also wie gesagt, schreibt gerne mal rein. Das war's von meiner Seite aus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Sub da und wir hören uns morgen wieder. Also bis dahin. Ciao, ciao.